Weiß ich, sollen wir da. Müssen wir da wirklich durch? Okay. Sieht doch nicht so schlimm aus, wie ich das eigentlich befürchtete. Ich habe wieder hier wimmelt es nur von diesen Viechern. Nein, zum Glück nicht. Vereinzelte, ja, aber nicht wirklich. Bleib liegen. Okay. Oh, da vorne sind aber auf jeden Fall viele Busreisen. Reisebusse und so. Aber gut, dass wir da nicht hin müssen. Na? So, mal sehen, was Gazi für ein Typ ist. So, hier müsste er wohnen. Hallo? Gazi? Ist jemand hier drin? Es sei denn, der lebt nicht mehr. Das könnte natürlich auch möglich sein, oder? Weil er in der Zwischenzeit ja auch selber gestorben. Gazi, sind Sie da? So, wir müssen alles durchsuchen. Wir wissen gar nicht, wo er ist. Ja, stimmt ja auch. Wir wissen ja nur, dass er hier in der Gegend wohnt, aber nicht wo. Hier vielleicht. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also mach Mama lieber happy. Gazi? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ich heiße Crane. Crane? Das reimt sich auf Frain und Dane und Zane und Lane und Main und Nain und auch auf... Darf ich reinkommen? Nein, nein, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das dauernd? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie und handelt nur von mir und wie clever ich bin. Gazi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo, dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Oh, und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, das ist jetzt echt zu viel. Keine Diskussion mit Gazi. Bringt nichts, haben auch die in der Apotheke gesagt. Oh Gott, der ist ja wirklich loco. Wir sollen jetzt echt ernsthaft ihm Pralinen mitbringen und einen Film, damit er das Ganze mit seiner toten Mutter, oder ist sie vielleicht gar nicht tot? Also, er tot schon, aber untot. Ja, ich meine, ne? Es gibt ja welche, die nicht wirklich loslassen können und ihre untoten Familienmitglieder ja behalten. Kennt man ja auch zu Genüge aus Filmen und auch aus der Serie Walking Dead. Naja, ich schätze mal, sobald wir in dem Film und die Pralinen gebracht haben, und wenn er uns wirklich reinlassen tut, werden wir es bestimmt erfahren. Ich würde es nicht wundern, wenn wir seine Mutter wohl erledigen müssen. Oh, was ist denn das hier? Alles zugemauert. So, ist das vielleicht so eine Art Quarantänezone? Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Ach so, ich wollte gerade sagen, hä? Ja, das stimmt ja. Wir sind hier in der Nähe von dem, wohin sollten. Genau. Raiz. Aber wir gehen erstmal diese Nebenquest erstmal erledigen, vor die Hauptquest. Hier sind aber viele Fahrzeuge. Naja gut, es scheint der Highway zu sein. Taxi. Ne? Boah. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben mit dem Spiel, also. Das ist echt kammergeil.
So. Okay. Vorsichtig, nicht hier runter zu springen. Das könnte tödlich enden. Und bis jetzt sind wir dem Tod noch so knapp von der Schippe gesprungen. Zombie-Polizist. Ah, Mist, er hat uns bemerkt. Ich hab gedacht, ich könnte so einen Finisher machen oder so. Ruhe in Frieden, Officer. Ab jetzt. Ab, nein, ab jetzt. Oh, jetzt macht er auch noch Konter. Ja, ja, natürlich. Oh, Mann. Schon komisch. Ein Zombie mit dem Schlagstock zu uns schlägt, ne, nach uns schlägt und so. Oh. Sind welche mit Schutzanzügen. Und da ist so ein grünes Fass. Scheint wohl radioaktives Zeug zu sein. Oh. Oh, 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 wir haben Gasflaschen. Oh. Vorsichtig. Meine, nur noch eine rote Staubwolke. Echt nice. Da kommt noch einer mit so einer Gasflasche auf dem Rücken. Au! Komm hier nicht hoch. So, viel Spaß mit der Explosion. Das hat den anderen nur zerfetzt. Aber die anderen beiden. Okay, den einen hat es den Arm weggerissen, aber sonst aber auch nicht. So. Was? Du bist immer noch da. Jetzt ist aber gut. Oh Mann! Ich hab mich doch angeschlichen. Ich konnte mich einfach hören. One Box. Soll das eine Anspielung auf Xbox sein oder was? One Box. $20. Ah. Da müssen wir sogar rein in die One Box. Ah, vielleicht ist es die Bibliothek. Hm, Sackgasse. Hier kommt man schon mal nicht rein. Dann ebenso. Ja. Wunderbar. So. Meine Fresse, nicht jetzt! Warte, 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 warte. Boah. Puh. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Charlie, Charlie. Zieh wie Charlie. Ah, hier. Hoffentlich hat das wirklich keiner von den Viechern gehört. So, den Hinterausgang öffnen. So. Okay. Jetzt nur noch die Pralinen da vorne. Yeah.
rüber. Ah, hier ist wieder so eine Falle. Egal. Oh, ist der Weg. Ah, verdammt. Muss mich verarzen. Okay, können wir noch irgendwas herstellen? Nee, Medikit haben wir nichts mehr. Shit. Noch eins übrig. Okay. Schätz mal, wir müssen das Rollo da oben machen, oder? Ich sehe mich aber erstmal oben um, um sicher zu gehen. Na komm schon, spring, spring, spring! So. Süßigkeiten. Naja gut, wir waren ja sowieso voll jetzt. Okay, hier geht's leider nicht hoch. Durch, meine ich. Wir sind ja schon oben. Ah, Misty, Misty, Misty Kack. Eieieiei. Wie kommen wir da jetzt rein? Ich glaube, wir wollen doch genommen. War ja klar, ist wieder abgeschlossen. Bestimmt wieder der Seiten- oder der Hinterausgang. So, toll. Shit. Ah, und was? Warum reagiert's? Die Taste nicht, wenn man drückt. Mann. Nein, erwischt. Nein. Au. Oh Mann, Mann, Mann. Ich muss irgendwas Besseres haben. Ich brenne mich auch noch an dem Feuer. Shit. Gut. Ich hoffe mal, die kommen hier nicht hochgekrabbelt. Komm schon. Ah. Einer weniger. Oh, schnell, 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 schnell. Au, au. Raus hier. Wir haben noch nicht geöffnet. Drei, drei, oh, du stehst auch schon wieder auf. Okay. Toll. Alkohol und Süßkram. Ah, Pralinen. Ob die noch gut sind, ist eine andere Frage. Den Kaffee nehmen wir auch noch mit. Denn schon, denn schon. Ich glaube nicht, dass das Eis dann noch genießbar ist. Das Ding ist bestimmt schon monatelang nicht mehr eingeschaltet worden. So, ist wieder zurück. Da bin ich mal gespannt, wie seine Mutter aussieht. Ich tippe mal auf Untot. Noch nicht durch. So. Oh, ist der Kleine auch hingefallen. Oder die Kleine, nee, in dem Fall. Grüner. Lass mich in Ruhe, du dumme Gans. Hier, nimm ein Bad im grünen Schleim.
Das scheint wohl wirklich ätzend zu sein. Naja. Ätzender Säure ist eben ätzend. Nächste schon wieder hinüber. Komm schon. Ja, komm, komm. Oh, ich hab's doch beinahe schon geschafft. Komm. Und der nächste, der kann man das. Das Schloss ist sehr. Da muss irgendwas hoffentlich Gutes drin sein. Da stand, glaube ich, sehr schwer dran, ne? Ich hoffe, ich kriege das Ding noch auf, bevor ich die ganzen 58 Stück dann zerdeppert habe. Ja, das war doch schon fast. Was soll denn da diese Hakelei eben, ja? Mann, das ist unfair. Komm schon. Es war doch schon fast offen. Ach, endlich. So, was haben wir da drinnen? Ernsthaft? Kurzes Messer? Und Pitfighter? Was? Pitfighter? Was ist denn das jetzt schon wieder? Pitfighter? Pitfighter. Oh Gott. Warum frage ich überhaupt noch? So. Hä? Wo kam das her? Ach, du warst das. Hat Mutter dir nicht gesagt, du sollst drinnen bleiben? Böser Zombie. Nein, das wollte ich doch gar nicht aktivieren. Ach, Mann, warum muss das auch gerade, wenn man das durchlooten will, mal dazwischen kommen? DHL gibt es hier auch, wusste ich gar nicht. Ah ne, das sieht zumindest wie DHL aus, wegen der Farbe. Aber da steht Notarzt. Das ist ein Notarzt. Man kann sagen, es sieht aus wie ein DHL-Transporter aus. Wo geht da durch, nicht laufen? Da geht es nicht weiter, das ist alles zu. Außerdem müssen wir auch in die andere Richtung. Ah, wir können das alles wieder aktivieren. Ja, sehr schön. Okay, das ist natürlich gut. Ich höre schon wieder so einen Herkules-Zombie. Mit diesem großen Hammer. Oh, au, au. Heiß. Okay. Da unten. Also in die Richtung weiter auf. So. Hier läuft sich gleich etwas gemütlicher. Weil wenn hier keiner ist. Fahrzeuge gegeben wird? Weil eher nicht, oder? Aber wer weiß. Wir wissen ja nicht, was später noch alles so geben wird. Au! Mann! So weit gelaufen, ich komme hier gar nicht durch mehr.
Na, da kann ich durch. Ach Gott sei Dank war hier das Gerüst. Das war ein bisschen unvorsichtig gewesen von mir. Ich hätte so leicht in den Tod stürzen können. Sackgasse. Okay, müssen wir wohl hier lang. Ah, da geht's. Hier ist der Zaun kaputt. Au! Okay. Ging gerade noch so. So. Hier hast du deine Schokolade und deinen Film, Gazi. Ja? Hier, dein Film und die Pralinen. Oh, da wird Mama sich aber freuen. Ein Hoch auf Gazi. Oh ja. Okay, dann muss ich wohl durchs Dach. War ja klar, dass er uns nicht reinlässt. Ich sag's euch, der hat garantiert seine untote Mutter da. Gefesselt irgendwo. Solche labilen Leute sind zu allen fähig. Geh aufs Dach. Aufs Dach. Da am besten aufs Dach. Na, was bist du, Kuckelbirne, hä? Ja, kommst an mein leckeres Fleisch nicht ran, ne? Doof, ne? Ah, okay. Vielleicht so. Ach Mist, hier geht's nicht weiter. Ah, toll. Geht's ja so. Nein, der Sprung ist zu weit. Verdammt. Okay, dann können wir auch nicht. Und das hört sich wieder nach einem neuen Paket, was abgeworfen ist, an. Ja. Da blinkt er schon wieder auf der kleinen Karte. Aber egal. Ich schaffe mir sowieso nicht rechtzeitig. Es ist deutlich zu weit weg jetzt momentan. Außerdem müssen wir eben diese Mission jetzt eigentlich erledigen. Ausgesetzt, wir kommen hier aufs Dach. Oh Mann. So. Geht doch. Und. Hopp. So. Ah, Mist. Kommt da wirklich nicht so hoch? Nee. Die Abstände sind viel zu groß. Mist. Muss doch noch einen anderen Weg geben. Hier hoch. Ja. So, und nochmal hopp. So. Na? So. Ja, somit kommen wir aufs Dach. Was machst du denn da für Geräusche? Das hört sich an, wenn du auf dem Klo gerade kräftig abseilen müsstest. Okay. Ah, hier ist ein Gerüst. Ah, toll. Da endet ja auch schon unsere Glücksstunde, oder? Rüberspringen? Ich weiß nicht. Boah, das geht ganz schön tief runter. Ich hab's gehabt! Au! Okay. Die sind tot. Aha. Ja, aber das war an dieser Stelle nicht. Okay, jetzt sind wir das erste Mal draufgegangen. Ja, toll, jetzt sind wir in der Safe Zone gelandet. Oh Gott, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ernsthaft? Okay, zu viele Begegnungen und das Paket. Jede Wette, wenn wir in der Nähe von diesem Paket gleich sind, heißt es, ist es gestohlen. Oh, oder auch nicht. Hier ist es ja gleich. Was für ein Zufall. Hat sich der Tod doch gut gelohnt. Aber es ist kein Antizin.
oder? Das Tropenpaket und Medizinisches ist Material. Toll. Zukünftige zufällige Begegnung. Ich war einer der Typen im Schutzanzug. Team 4. Zwei Tage bevor die Stadt gesperrt wurde. Wir sollten von Haus zu Haus gehen, nach denen suchen, die nicht krank waren. Also haben wir an die Türen geklopft und manchmal hörten wir eine menschliche Stimme. Und dann sind wir rein. Aber es waren Kranke, tobende Irre. Nur ihre Stimmen klangen täuschend normal. Manche von ihnen waren nicht allein. Die Anzüge sind ziemlich robust. PVC mit verstärkter zweischichtiger Polyphaseeinlage. Wir dachten, wir wären sicher. Aber die Beißer haben sich da einfach durchgebissen. Ab und zu sehe ich alte Teamkameraden rumschlurfen. Echt deprimierend, sie so zu sehen. Aber weißt du, was lustig ist? Sie sind jetzt Beißer. Aber sie können gar nicht zubeißen. Sie sind so doof, um die Masken abzunehmen. Ehrlich, das Ganze ist wirklich ziemlich abgefahren. Okay. Also die in diesen Schutzanzügen können uns nicht beißen. Aber dafür können sie schlagen. Schade, kein Schutzanzug drinne. So. Ja, wieder den ganzen Weg zurück. Naja, aber wenigstens haben wir die Pakete diesmal öffnen können. Zwar war kein Antizin da drin, aber wir haben sie wenigstens mitnehmen können, bevor die anderen sie gestohlen haben. Okay. Erstmal wieder gleich da ganz da hinten wieder hochklettern. Okay. Vorsichtig. Wie kommen wir dann darüber die Schlucht, wenn das da eingestürzt ist? Natürlich blöd. Aber es scheint wohl der einzige Weg zu sein, um aufs Dach zu kommen. Zumindest habe ich bis jetzt noch keinen anderen entdeckt. Mal sehen. Ich war der Anlauf nicht genug gewesen, um darüber zu springen, oder? Aber ich will es nicht nochmal riskieren. Ich meine, sobald ich da unten ankomme, bin ich tot. Und dann lande ich wieder in der Safe Zone. Dann muss man immer wieder von vorne anfangen. Soweit so gut. Kann man nicht hin. Nee, auch nicht. Ah. So kommen wir darüber. Sehr schön. Bringen Sie das Paket zum Quartiermeister. So, man kann das Sound auch zurückbringen dann. Mhm. Aber wo packt er eigentlich diese großen Pakete überhaupt hin? Er packt sie sich auf den Rücken. Mit Klebeband zugeschnallt. So. Jetzt müssen wir nur noch runterkommen. Okay, ich schätze mal, wir müssen uns hier nochmal rüberhangeln, oder? Oh Gott, oh Gott. Gute Frage. Okay. Bricht doch bestimmt ein, oder? Ja! Ich hatte Bücher. Ja, ich weiß, dass das laute Geräusche die anzieht. Aber was hätte ich denn machen sollen? Anders kam ich ja nicht aufs Dach. Ich habe kein Seil, um mich abzuseilen. Das ist a very big problem.
problem for me. So. Was haben wir hier drinnen Schönes? Vollstrecker und Mauerhammer. Okay. Die Medikits können wir nicht anstellen. Nur Dietriche, 11 Stück. Aber wir brauchen momentan keine Dietriche. Okay, Gazi. Ich komme rein, ob du es willst oder nicht. Wenn deine Mutter mich angreift, tja, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als sie ja, zu erlösen. Das werde ich wohl ganz und gar machen, oder? So, den Alkohol hier nehme ich auch. Und die Toilette, naja. Chemikalien. Was hat er im Kühlschrank? Kaffee und Baklava, was auch immer das ist. Baklava. Oder was da eben stand. Hallo, Gazi. Psst, der Film läuft. Mama will zuhören. Es ist noch nicht mal ein Toter. Das ist ein Eimer und eine Strohpuppe. Okay. Ich hab gedacht, der hätte wirklich eine untote Mutter hier sitzen. Oh Gott, und da. Oh wow, was für ein interessanter Film. Schöner Schneefilm. Ich hab mir aber irgendwas Besseres vorgestellt unter den Namen. Ist Mama happy? Ja, Mama ist total happy. Gazi hat Pralinen und den Film besorgt. Dann werde ich mir die Medizin für meinen Freund nehmen, ja? Okay. Mama hat keine Anfälle mehr, seit ihr Kopf ein Kürbis ist. Die Medizin liegt da auf dem Tisch. Ja, danke, Gazi. Gazi macht alle Leute happy. Ja. Natürlich. Kürbis ist? Okay, ich weiß nicht, ob was unter dem Eimer ist. Falls der Eimer nicht der Kopf ist. Der Kopf ist. Tja. Aber ein Kürbis? Naja, egal. Lassen wir ihn. So. Er hat genug davon. Okay, vorne können wir nicht raus, also müssen wir wieder übers Dach. Ja. So. Jetzt wieder zurück zum Quartiermeister oder allgemein jetzt zum Hauptquartier. Einmal zu der Ärztin, um die Medizin abzugeben und einmal zum Quartiermeister, um ihnen die Pakete zu geben. Mal sehen, was wir dafür bekommen. Da schon wieder so ein großer. Bleib mir bloß vom Leib. Da drin ist jemand. Oder ist er. Ja, scheint wohl weiter hinten zu sein. Ja, Mann.
Ist hier jemand? Hallo? Der scheint da oben zu sein, oder? Ja, da drin also. Handeln können wir mit ihm. Einfacher Hammer. 3036? Ernsthaft? Großes Messer, explizit. Ist ja nicht wirklich günstig. Oh, wir haben schon wieder 19.09 Uhr. Eieieiei. Okay. So, nicht mehr so lange unterwegs sein. Es sei denn, man will wieder in der Nacht rumlaufen. Da geht zwar wieder ordentlich Punkte, aber auch ordentlich widerspenstige Tantenzombies. Oder was sie sind. Die Nachtschatten. Lass mich rein! Du Schwein, lass mich rein. Okay. Oder besser, wie kommen wir rein? Vielleicht oben rum? Nee. Na egal. Gehen wir weiter. Oh oh. Es wird Nacht. Ich wiederhole, es wird Nacht. Kommt zum Turm zurück, solange ihr noch könnt. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Eigentlich so schnell es geht. Bleib mir vom Leib. Bleib mir vom Leib, Kuppel. Neue Wendigkeitsstufe. Ja, aber wir sind ja auch gleich da. Okay, was haben wir hier Neues? Heilung. Oh, das hört sich auch gut an. Das werde ich auch noch nehmen. Und danach können wir immer noch die Schnelligkeit machen. So. Jetzt sind wir auch hier wieder im Safe Zone. Okay. So, dann mal zum Quartiermeister erstmal. Du hast was für uns? Danke. Wir können wirklich alles gebrauchen. Ja, keine Ursache. Dann nehme ich das hier mal mit, was du für mich so hast. Klassiker Baseballschläger. Okay. So, und dann bringe ich mal die Medikamente zu der Lena. Erstmal wieder in den 19. Stock. Da ist ja auch die Krankenstation. Oder der Krankenstationsraum oder wie auch immer. So.
So, wir können wieder was herstellen. Ah ja, Medikits. Oder ein Medikit zumindest. So. Okay. Sieht nach markierten Autos um. Markierten Autos um, okay. Sie können dir das Leben retten. Okay. Wenn du das sagst. Entwurf Industrie-Igel. Aha. Na gut. Wir haben ja genug Geld erstmal. So, ab zur Krankenstation. Nein. Hier war es. Sick Bay. Ich hab die Krampflöser. Danke. Wie hat's mit Gazi geklappt? Er mag zurückgeblieben sein, aber er weiß, wie er kriegt, was er will. War seine Mom auch da? Ja, sie kam mir happy vor. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Apropos, Bracken bat mich, dir das hier zu geben und dir zu danken. Belohnung Champion. Nice. Gut, dass sie das Labor dicht gemacht haben. Das hat viele Leben gerettet. Ach, schon bald wird jemand ein neues aufmachen. Die leeren Antizinampullen, die überall rumliegen, laden geradezu zum Missbrauch ein. Jeder kann sie aufsammeln und irgendwas einfüllen. Sie sollten sie besser vernichten. Wir haben alle Fläschchen im Turm eingesammelt. Und Bracken zahlt $10 für jede Flasche, die ihr Kuriere da draußen findet. Okay. $10 für pro so eine Ampulle. Leeren Ampulle, okay. Nice. Okay. Ja, stimmt, wir müssen ja noch nach Harris oder wie der Typ heißt. Okay, aber da gehen wir erst morgen hin, weil es ist ja schon 20 Uhr und jetzt noch raus für Selbstmord. Oder wir machen aber vorher noch diese Nebenmission hier eigentlich. Müssen wir noch eine Waffe finden. So, wir ruhen uns erstmal aus. Hast du überhaupt Unterzimmer? Mhm. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Aber das ist doch ihr Zimmer jetzt, ne? Wo wir aufgewacht sind. Ist das ihr Freund oder einfach nur Zimmergenosse? Na gut, es wohnen wohl mehrere zusammen. Ich meine, es ist ja alles hier ziemlich begrenzt, ne? Na gut. Okay. Stimmt ja, wir haben ja 204. Wir haben jetzt 204 gehabt. Vergiss die GRE-Pakete. Geh am besten direkt zu Reis. Ja, geh ich auch gleich. Oder besser am nächsten Tag. So, haben wir hier noch was drin? Nein. Alles selber. Gut. Okay. Hä? Eine Stunde später? Soll es jetzt ein Witz sein? Wieso haben wir jetzt nur eine Stunde später geschlafen? Oder sollen wir nachts dahin gehen? Naja, mal sehen. Schauen wir mal, ne?